Hallo Ungarn! Nachrichten, Infos und Tipps aus und über Ungarn hier kompakt zusammengefasst. Am Donnerstag fand eine Regierungsinformation statt. Der Leiter des Ministerpräsidentenamtes berichtete, dass das Kabinett eine 12-stündige Sitzung abgehalten hat. Das wichtigste Thema war die Änderung des EU-Haushalts und der EU-Beitritt der Ukraine. Er erklärte, dass beide Angelegenheiten unvorbereitet seien, da es keine Auswirkungsstudien gebe. Darüber hinaus wurde auch über einen Zinsstopf, grüne Energieausschreibungen, Unterstützung für Jugendliche und die Schulden der Krankenhäuser gesprochen. Der Finanzminister sagte am Donnerstag auf einer Fachkonferenz in Budapest, dass die Steuerbehörde erfolgreich die Aufgabe der Erneuerung und Mentalitätsänderung erfüllt habe. Der Ressortleiter betonte bei der vom Nationalen Steuer- und Zollamt veranstalteten nationalen Steuerberatung, dass sie die Wirtschaftsentwicklung fortsetzen. In der Zukunft streben sie weiterhin Zusammenarbeit und die Suche nach lokalen Lösungen in der Steuerpolitik an, sowie die Bewahrung der Souveränität im internationalen Umfeld. Die kleinen Gemeinden werden durch ihre eigenen kleinen Gemeinschaften lebendig und liebenswert gemacht. Daher ist es wichtig, diese besonders zu unterstützen, sagte der Regierungskommissar für die Entwicklung moderner Siedlungen am Donnerstag. Bei einer Presseveranstaltung in einem mit Unterstützung des ungarischen Dorfprogramms renovierten örtlichen Gemeindehaus betonte er, dass Gemeinschaftsräume eine wichtige Rolle im Leben der Dorfbewohner spielen und bei der Umsetzung ihrer Programme und Feste helfen. Daher ist die Unterstützung beim Aufbau und der Renovierung solcher Einrichtungen Teil des Programms. Die Zollbeamten fanden mehr als 28.000 Schachteln Zigaretten und 415 Kilogramm geschnittene Tabakwaren bei zwei Einwohnern, die zum Zeitpunkt ihrer Festnahme illegalen Tabak transportierten. Laut der Erklärung erwischten Zollermittler zwei Männer, die insgesamt 1.200 Kartons unverzollte Zigaretten in ihrem Auto hatten. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Täter Lagerhallen und Garagen gemietet hatten, um die illegalen Tabakwaren zu lagern. Eine Person starb bei einem frontalen Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Lastwagen am Donnerstag. Bei dem Unfall in den frühen Morgenstunden wechselte ein PKW auf der Landstraße 44 an der Grenze der Ortschaft aus bisher unbekannten Gründen in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzug mit rumänischem Kennzeichen. Die Person im PKW wurde mit Hilfe von hydraulischem Rettungsgerät von den Feuerwehrleuten befreit, die jedoch so schwere Verletzungen erlitt, dass sie am Unfallort verstarb. Ab dem 1. Dezember können die Autobahnvignetten für das nächste Jahr erworben werden, deren Preis durchschnittlich um 18% steigt. Im nächsten Jahr können 230 Kilometer mehr Autobahnabschnitte mautpflichtig werden. Laut der Mitteilung neigen Autofahrer immer mehr zum Online-Kauf und jährliche landesweite und kreisweite Vignetten werden immer beliebter. In diesem Jahr wurden bereits mehr als 2,5 Millionen Stück verkauft, während es 2020 nur 500.000 waren. In Raab hat eine nationale Roadshow für grüne Energie begonnen. Laut einer Erklärung von Energia 21 soll die Veranstaltungsreihe das Bewusstsein dafür schärfen, dass grüne Energie die Zukunft der ungarischen Wirtschaft ist und die Umstellung auf grüne Energie fördern. In den kommenden Monaten wird es in mehreren Großstädten eine grüne Energie-Roadshow geben, bei der neben Fachleuten auch die Bevölkerung jeden Alters willkommen ist. Zivilisten können bei interaktiven Programmen und Ausstellungsbereichen die Speicherung und Nutzung von grüner Energie kennenlernen, die neuesten Elektrofahrzeuge sehen und einen Elektroautomotorsimulator ausprobieren. Die Silvesterreservierungen laufen bereits und auch die Nachfrage für die Weihnachtstage hat begonnen. Der Trend ist derselbe wie in den Vorjahren. Zuerst ist Silvester ausgebucht, dann Weihnachten und danach die Tage zwischen den beiden Feiertagen, sagte eines der größten Unterkunftsportale Ungarns. Im Dezember bezieht sich fast die Hälfte der Buchungen auf Hotels auf der Buchungsseite. Danach haben die Reisenden bisher am häufigsten Apartments gewählt, jede fünfte Buchung ging an sie. Laut den Vorabreservierungsdaten erhielten Gästehäuser 15%, Pensionen 12% der Buchungen.
Es ist ratsam, auch in der Adventszeit die festlich geschmückten oder speziellen Angebote der ungarische Staatsbahn Volán-Gruppe in Budapest, am Balaton oder bei einer Reise nach Wien zu wählen. Die ungarische Staatsbahn eröffnet die Adventszeit mit einem einzigartigen Nostalgiezug, der mit Lichterketten geschmückt ist. Die Lichteisenbahn wird am 1., 2. und 3. Dezember in den frühen Abendstunden fahren und es ist möglich, mit normalen Fahrpreisen oder Abonnements zu reisen. Am 6. Dezember, dem Nikolaustag, erwartet auch die Volán-Bus die Liebhaber von Retrofahrzeugen und adventlicher Atmosphäre bei ihrem Stadtrundgang, der um 18 Uhr beginnt. An 41 Orten in Ungarn können Sie sich an den 4 Adventswochenenden den mehr als 100 Programmen der Touristeninformationsbüros anschließen. Die meisten Programme sind thematische geführte Stadtrundgänge und adventliche Spaziergänge. An den meisten Veranstaltungen kann kostenlos teilgenommen werden, aber die Organisatoren bitten um vorherige Anmeldung. Die Advents- und Weihnachtsveranstaltungen beginnen in Kesteli, wo jeder etwas Passendes an mehreren Orten in der Stadt finden kann. Festliche Programme, Lichtdekorationen, Winterköstlichkeiten, städtische Krippen und Fotopunkte warten unter anderem auf die Besucher. Kinderprogramme, Spielhäuser, Vorführungen der örtlichen Schulen und Konzerte unterhalten das Publikum am Nachmittag und Abend. Vom 1. bis 24. Dezember veranstaltet der Verband der Volkskunstvereine in der Burg von Buda einen Adventsmarkt mit einem vielfältigen Programmangebot. Als Teil der Veranstaltungsreihe Advent in Buda erwarten die Veranstalter die Besucher mit jurisierten Werken bekannter Meister, Bühnenprogrammen, Handwerksaktivitäten, Volkskunstkrippen, kulinarischen Köstlichkeiten der ungarischen Volksküche, Kerzenlicht und festlicher Atmosphäre. Das Wetter in Ungarn. Am Freitag setzt sich das regnerische Wetter fort. An vielen Orten kann es zu ergiebigen Niederschlägen kommen. Es wird landesweit Regen erwartet, aber im Norden kann es anfangs auch gefrierenden Regen geben. Am Nachmittag könnte der Regen im Süden nachlassen, die Bewölkung könnte vorübergehend aufreißen. Im Süden wird das Wetter deutlich milder, die Luft kann sich auf 8 bis 16 Grad erwärmen, während anderswo nur 2 bis 7 Grad erwartet werden. Am Samstag wird nach aktuellen Berechnungen erneut von Nordwesten her an vielen Orten Niederschlag erwartet, im Norden und Westen Schnee, Schneeregen. Im Nordosten ist vereinzelt auch gefrierender Regen möglich. Die Höchstwerte können im Osten und Südosten noch zwischen 8 und 17 Grad liegen, während es anderswo zwischen 1 und plus 7 Grad liegen kann. Am Sonntag kann es zuerst im Nordosten noch Schneefall geben, ansonsten wird der Tag überall schön und trocken sein. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf minus 10 bis 0 Grad, tagsüber bewegen sich die Höchstwerte zwischen minus 1 und plus 3 Grad. Der Wechselkurs heute 380 Forint für einen Euro, Mittelkurs. Hallo Ungarn! Nachrichten, Infos und Tipps aus und über Ungarn hier kompakt zusammengefasst.